Ich bin 1943 eingezogen worden, war dann wiederholt im Einsatz, erfreulicherweise in Italien und nicht in Russland. Bin zweimal verwundet worden und bin Ende April in Italien in Gefangenschaft gekommen und habe den 8. Mai in einem Gefangenenlager in der Nähe von Pisa, Coltano, amerikanisches Gefangenenlager, erlebt. Es war ein Tag, wo man einerseits aufatmete, dass das Morden und Töten ein Ende hatte, auch die Luftangriffe, und wo man aber andererseits auch doch Verzweiflung verspürte und vor allen Dingen einen ganz düsteren Blick in die Zukunft warf an diesem Tag. Ich habe die Meldung aus Stars und Stripes, das ist die amerikanische Soldatenzeitung, weil ich etwas Englisch konnte, übersetzt und dann an einer Holztafel an diesem Tag, es war wohl einen Tag später, dann 9. Mai, befestigt. Wissen Sie, wenn Sie mich fragen, dann muss ich Ihnen jetzt Folgendes sagen. Und das sage ich immer dann, wenn von Parteiverdrossenheit so laut und immerwährend mit runtergezogenen Mundwinkeln geredet wird. Wenn uns, Herrschaften, im Gefangenenlager, wir waren etwa 20.000, am 8. Mai einer gesagt hätte, ich verstehe ja eure Aufregung, aber seid nicht verzweifelt. In 4 Jahren werdet ihr ein Grundgesetz haben mit einer Wertordnung, die eine Antwort auf die NS-Ideologie enthält, und ein Grundgesetz, das sich bewähren wird wie keine andere deutsche Verfassung. Ihr werdet in 10 Jahren eure Städte im Wesentlichen wieder aufgebaut haben. Ihr werdet 12 bis 15 Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge integrieren, ohne dass es zu großen Eruptionen kommt. Ihr werdet wirtschaftlich wieder den Weg nach oben nehmen und werdet schon Ende der 50er Jahre besser leben als vor 1939, vor dem Krieg. Ihr werdet wieder in der Völkergemeinschaft euren Platz finden, trotz all der furchtbaren Verbrechen, die euch heute am 8. Mai so wahrscheinlich noch gar nicht richtig bewusst sind. Ein deutscher Kanzler wird 25 Jahre nach Kriegsende den Friedensnobelpreis bekommen. 27 Jahre nach Kriegsende werden in München, wird die Jugend der Welt bei Olympischen Spielen zu Gast sein. Und die deutsche Einheit wird zustande kommen, ohne einen Tropfen Blut vergießen, ohne einen Schuss. Wir hätten gesagt, der ist irrsinnig, der spinnt. Der muss sofort in ärztliche Behandlung. Und lasst mich sagen, das alles ist nicht gegen den wütenden Widerstand der Parteien ins Werk gesetzt worden, sondern durch politisches Engagement. Und wir Sozialdemokraten dürfen auf unseren Anteil an dieser Entwicklung durchaus stolz sein. Ja, das ist ein Versuch, diesem dummen Gerede von der Verdrossenheit und der Unbrauchbarkeit der Parteien ein bisschen entgegenzutreten. Das kann einer aus meiner Generation, weil für ihn Sachen nicht selbstverständlich sind, die für die heutigen selbstverständlich sind. 60 Jahre Frieden in Europa. 65. Ja, ich bitte euch, Krieg war selbstverständlich in Europa. Heute Frieden. Und das sage ich nicht, damit man sich so an die Brust klopft und sagt, sondern damit man daraus Kraft und Zuversicht schöpft, dass sich auch die neuen Herausforderungen, die groß genug sind, Euro-Krise und so weiter, bewältigen lassen. So.